Interview mit der Alpenlegende. Was hast du gesagt? Alpenlegende, ne? Das war letztes Jahr deine Erfindung. Die Alpenländer-Legende. Alpenländer-Legende. Und das war in St. Moritz beim Finale, oder was? Beim Finale, ja. Ihr seid auf jeden Fall Union, Yachtclub, Wolfgangsee, Österreich. Hab sehr geil dritten Platz gemacht. Jetzt will ich Emotionen sehen, ne? Freut ihr euch? Ja. Ja, war doch geil, oder? Man war ja aufregendes Rennen. Sag mal, wie war für dich heute? Ja, unser erster Platz war natürlich super. Der war im letzten genau, Rennen, ne? Geil. Und davor war schon ein bisschen Anspannung, weil wir davor einen vierten Platz gesegelt sind, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt... Scheiße. Ja, das ist irgendwie gut, ne? Ja. Wie fandst du das hier? Ich meine, war ja sehr bescheiden, sehr schwierig. Sehr bescheiden, ja, stimmt. Und wir haben ganz schwer begonnen. Ja. Mit schweren Füßen und haben uns immer leichtfüßiger bewegt. Dann. Ja. Wir haben dann doch irgendwie das Podium geschafft. Stimmt. Quali war die Chance. Quali war das Ziel. Ja, ist ja geil. Ich meine, leichtfüßig hat auch mit deinen ganzen Mädels zu tun. Ne? Du hast kein Mädel, da kannst du die Bade. Aber ihr habt ja wirklich Frauen an Bord, die richtig performen. Ne? Ist das irgendwie Plan oder müsst ihr das? Müsst es gemein. Nein, ihr seid ja. Also im Union-Yachtclub-Wolfgangsee gibt es eine Frauenquote. Habt ihr? 50%. Nein, Quatsch. Wir sagen genau 6 im Team. 50%? 50% Frauenquote. Hier ist noch jemand. Union-Yachtclub-Wolfgangsee. Genau. Das ist unsere Frauenquote. Ja. Weil ihr das auch so wollt? Weil ihr das... Nee, es ist so ergeben und es ist auch gut so. Weil wissen Sie, ja. Im Endeffekt dann doch Sinn. Es ist viel ordentliche Aussprache. Und stimmt. Für die Kommunikation, ne? Kommt nicht so viel Scheiße. Stimmt. Aber ich meine, ihr war ja ein Handicap für euch, weil ihr normalerweise in der Liga Sunbeam segelt, ne? Ich meine, wie habt ihr das denn mal eben so hingerissen hier? Ja, wir trainieren auf einer Melges 24 bis 60 okay. Oder 74. Wir kennen uns halt. Ja, aber so wir ähnlich. Einfach, genau. So okay, ja, aber so genau, ähnlich. Seit am ersten Tag haben wir doch Schwierigkeiten gehabt. Ja. Genau. Aber es ist dann mit den Tagen und mit den Wettfahrten besser geworden. Ist besser geworden, ne? Ist das dann doof? Nein, auf die Sunbeams zurück kann man ja nicht sagen. Ist ein schönes Boot, aber ist schon anders, wird das gesehen. Es ist nicht so sportlich, es ist träger und wir freuen uns dann schon auch immer, wenn wir auf solche Boote auch segeln dürfen. Genau. Weil ja, die Spritzigkeit da ist. Immer gern zum Training. Immer. Kinder kommt immer gern zum Training am Mittwoch am Abend, weil da segeln wir wieder mit Meldes. Mit Meldes, genau. Okay. Und das ist doch ähnlich. Ja, da hast du recht. Aber da segelst du eigentlich mit einem Meer noch, ne, oder? Nein, wir segeln die Meldes zu viert, okay. Ja, ist okay. Und haben dann drei Motorboote, die uns coachen und uns die Fehler sagen. Geil. Aber was meinst du, wo das jetzt hier drauf ankam? Hier in den drei, war ja sehr speziell. Ihr habt es wahrscheinlich auf dem Wolfgangsee jetzt auch nicht die speziellen Bedingungen, die einen hier drauf vorbereiten, oder? Nein, die Strömungen haben wir nicht Strömung am Wolfgangsee. Wir haben leichte Strömungen am Wolfgangsee, aber nicht in diesem Ding. Also in dieser Stärke drehende Winde haben wir. Ja. Aber so bescheiden wie hier gibt es eigentlich seltene Verhältnisse. Wobei du bist ja nun, hast ja auch schon eine Menge erlebt. Du warst in der Solingen-Olympiakampagne, alles voll dabei. Hab ich alles hinter mir. Was war denn das eigentlich? Das war in Montreal, oder? Nein. Das ist jetzt schon ein bisschen also, Barcelona. Also, ja, jetzt kommt ja nicht Know-how von irgendwo, ne? Und das war Fin-Karriere, Laser-Karriere und dann Solingen. Ein bisschen Melges dazwischen. Hilft dann schon, ne? Also ich bin nicht ganz weg vom Segeln. Genau. Und hilft dann schon auch ein bisschen Know-how, ne? Du sagst auch, hast viel Matchrace gesegelt und auch jetzt Swan 50. Hat die Swan 50 hier immer geholfen? Ja, eher im Gegenteil. Wenn man wieder auf ein kleines Boot kommt, ist dann schon ein großer. Ja. Genau. Aber die ist ja ein geiles. Aber Matchracerei hilft schon, oder? Total, ja. Ein bisschen, ne? Bei den kurzen Dingen. Genau. Geht viel auf die Manöver und das hilft total. Was ist da dein Background oder euer? Segelt ihr zusammen mit? Weiß ich gar nicht. Nein, ich komme eigentlich von Einmannboot, also von dieser Radial. Okay. Bitte. Jingling Bronzemedaillengewinnerin. Oha, stimmt. Hey, Glückwunsch. So ist es. Da hat doch, ich weiß, Robert Stanek hat, was war Euro? Euro. Euro. Ja, genau. Da stimmt. Dritter geworden. Geil. Sehr. Okay, aber es ist jetzt nicht das Hauptding, sondern... Nein, früher bin ich Lese gesegelt. Okay. Und jetzt eben eher Mehrmannboote. Okay, macht Spaß.
Genau. Du musst noch sagen, was macht ihr? Deine Schwester ist auch dabei, ne? Oder wie? Genau. Ihr habt immer Unterstützung so ein bisschen, ne? Guck mal hier. Ja, ja genau. Normal wechseln wir immer. Ja. Aber mein Background ist 420er und 49er Fix. Okay. Und jetzt halt mehr Liga-Segeln eigentlich. Und passt, oder? Ich meine, das war schon ein geiles Erlebnis, oder? Anders, ja. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute fürs Finale, St. Moritz, und habt euch toll geschlagen. Ja, Glückwunsch nochmal. Danke.